Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Ja, ihr erinnert euch ja, dass ich euch schon öfter mal gesagt habe, dass ich hier Störungen habe, egal ob jetzt Balkonantenne oder auch mit der T2 LT am Mast. Gut, da sind es natürlich bedeutend schwächer als mit über der Balkonantenne. Und wenn ich per Zimmerantenne die Sache versuche, ja, ist es ganz schlimm, ne? Also hier habe ich zum Beispiel an der CBH 1000 auch S7. Ne? Da hängt ein kleines Antennchen, das ist vielleicht, keine Ahnung, 70 Zentimeter hoch oder so. Die hängt da dran. Ja, und mit der Handfunke, da habe ich sogar S9 30 drüber Störungen. Nur Rauschen. Ja, und ich habe mich dann, wie gesagt, letztes Wochenende war es, glaube ich, mal kundig gemacht. Und da gibt es auch ein Video am 27.12. Da könnt ihr ganz gespannt sein. Aber wenn ihr das Video seht, habt ihr das schon längst gesehen, fällt mir gerade ein. Also brauche ich halt eigentlich gar nicht zu erwähnen. Jedenfalls da werde ich schon mal das Gerät vorschlagen. Das habe ich bestellt am 20. Und gestern ist es auch schon gekommen. Aber ich habe es nicht angerührt. Es ist also immer noch genauso, wie der Zusteller mir gebracht hat, verschlossen hier, weil ich das mit euch zusammen auspacken wollte. So, und da ich das ja auch testen möchte mit euch und wenn es wirklich nichts taugt, werde ich das auch wieder zurückschicken. Von daher muss ich auch die Tüte schön säuberlich öffnen, damit ich die auch danach wieder super verschließen kann und nicht einfach aufreißen. Ja, also jetzt fange ich an. Ich schneide das hier schon mal unten auf. Genau, so machen wir es. Darin befindet sich jetzt noch ein Karton. Okay, die tun wir erstmal hier hinstellen. So, und den Karton. Made in China, war klar. Gut, den müssen wir auch aufschneiden. Naja, ich bin mal gespannt. Ich hatte das zwar mal vorher angefragt, aber das ist mir auch egal, wenn das nichts taugt. Geht auf jeden Fall wieder zurück, da habe ich das Recht dafür. Von daher habe ich das Gerät auch bei Amazon gekauft und nicht als Bausatz oder so. So, hier haben wir erstmal schon mal Kabel, Antennenstecker dran plus drei Knöpfe. So, und da ist das Gerät. Das ist der QRM-Eliminator. Ja, und der soll eigentlich dafür sorgen, dass die Störungen weggehen. Ich bin mal gespannt. Wenn nicht, naja, dann schicke ich es wieder zurück. So, dann machen wir als allererstes erstmal gucken, was haben wir hier alles drin. Auf jeden Fall haben wir hier schon mal eine Teleskopantenne. Wir haben hier ein Netzkabel fürs Netzteil. Hier haben wir die Teleskopantenne. Ja, könnte man dann direkt schon synchron machen. Okay. So, dann haben wir was immer schon mal brauchen, die drei Knöpfe. So, und dann haben wir noch mal drei Stecker SMA auf PL. Aber die brauche ich eigentlich gar nicht. Oder doch, eine hier für die Teleskopantenne brauche ich dann auf jeden Fall schon mal. So, dann wollen wir mal gucken. Eine Anleitung ist da leider keine bei. Das ist schade. So, auf Main, auf AUX-Antenne vermute ich mal, kommt auf jeden Fall schon mal die Teleskopantenne.
und auf Main-Antenne die Balkonantenne jetzt in dem Fall. So, dann hätten wir das. So, den Stecker brauchen wir gar nicht. Der ist für PTT. Benutzen wir nicht. Können wir erstmal hier rein tun. So, dann haben wir jetzt hier noch die Knöpfe. Einmal den Phase. Dann nehmen wir Gen 1. So, dann haben wir noch Gen 2 war der erste. Und jetzt haben wir hier Gen 1. So, so war es gewesen. Ja, und somit hätten wir bis auf den Netzteil schon mal das Gerät fertig. Knöpfe sind alle dran. Antenne ist auch dran, also die zweite Antenne, die Behelfsantenne. Hier kommt jetzt das Funkgerät angeschlossen und da die Antenne, die Balkonantenne. Und 12 Volt. So, ich würde sagen, ich schalte hier erstmal ab und hole euch gleich, wenn ich alles angeschlossen habe, dann hierhin, damit wir mal gucken können, was zur Sache ist. Bis gleich. So, ja, der QRM-Eliminator ist angeschlossen an Antenne. Und ja, das Problem ist nicht, dass die Störungen jetzt weg werden. Nein, er ist zwar angeschlossen, aber jetzt nicht angeschaltet. Aber das Problem ist, wenn ich aufs Funkgerät gucke, ja, da ist momentan leider nicht irgendwo mal eine Station drauf, dass ich feststellen kann, ob ich die dann besser höre oder nicht. Das Einzige, was ich bis jetzt machen konnte, ist, ich halte mal eben hier, so. So, ihr seht, Funkgerät ist da drin. Wenn ich jetzt schalte ich mal den QRM-Emulator ein und zack, geht der S-Wert schon runter. Den kann ich natürlich jetzt hier, indem ich am Regler drehe, er ist jetzt schon auf S1, ja, gut, ich kann den jetzt wieder höher drehen hier, ihr seht, S5, S6 und ich drehe ihn wieder runter, S2, S1, ja, aber mehr kann ich jetzt eigentlich auch noch nicht testen, weil mir jetzt einfach Stationen fehlen, mit denen ich ausprobieren könnte, ne? Weil ich möchte ja, wenn ich hier den Müll runtergeregelt habe, wie ich ihn jetzt runtergeregelt habe, und die Station, die vorher, sage ich mal, S9 stand, die sollte ja danach immer noch mit S9 stehen, ne? Nur, dass ich nicht mehr den Müll habe. Und wenn ich Stationen habe, die leiser sind, die also unter dem Müll waren, die ich nicht aufnehmen konnte, sollten ja dann, meiner Meinung nach, jetzt zu hören sein. Weil ich jetzt nur noch Müll mit S1 habe und, sage ich mal, wenn es Stationen waren mit S3, S4, die sollte ich ja jetzt eigentlich hören. Ja, das, aber dafür müssen auch die Stationen da sein, das ist das Problem. Deswegen muss ich erstmal hier jetzt einen Cut machen und später das Video weiterdrehen. So, ich sag dann mal bis gleich, bis ich mal Stationen höre. So, das Scannen habe ich jetzt mal eingeschaltet und jetzt warte ich einfach mal ab, weil entweder auf Kanal 27 kommen immer abends Stationen drauf oder auf Kanal 38, da höre ich auch immer oft Stationen. Wenn sich da was tut, dann werde ich dann die Aufnahme weiter starten, dann können wir das mal ausprobieren. So, in dem Sinne, ich sage bis später, ja. Also hier habe ich schon mal ein komisches Phänomen. Auf Kanal 34 höre ich hier mit S2 ein Summen. Der ist jetzt momentan auch an. Und wenn ich jetzt den ausschalte, habe ich nur noch Rauschen. So, einige Zeit später, also sind bestimmt einige Stunden später, jetzt ist hier ein QSO. Die Einstellung habe ich so gelassen hier am Eliminator, wie sie war. Ja, wir hören jetzt mal rein. Also die Station steht hier mit S4 und wenn ich den ausmache, so, jetzt ist der aus, jetzt ist auch mein Signal wieder höher. Und jetzt steht der Kollege hier S7.
S6, S7 rum. So, um nochmal auf den Punkt zu kommen. Also, ich kann hier an Gen 1 regeln und das ist dann die Balkonantenne, wo ich ja normalerweise immer mit funke. Auf Gen 2, da tut sich gar nichts, das wäre hier die Behelfsantenne. Das ist momentan hier die Zimmerantenne, die ich jetzt hier hingemacht habe. Ja, das ist die Behelfsantenne. Und das andere Kabel geht zum Gerät. Ja, und so ist es auch hinten angeschlossen, wenn man mal so guckt. Einmal Antenne, kann man jetzt schlecht sehen natürlich, ich hebe mal an. So, hier steht einmal Antenne, dann einmal Gerät und dann die Behelfsantenne. Ja, also Fazit. Ja, bei mir bringt das irgendwie nichts. Ich kann zwar hier den Müll runterdrehen, indem ich hier anmache und dann am Gehen runterdrehe. Jetzt habe ich den auf S1, aber dann sind auch meine Stationen schwächer. Wenn ich jetzt mal wieder aufdrehe, da, der vorher S7 stand, steht jetzt nur noch S1 hier. Also das kann ja nicht sein, das wäre jetzt im Prinzip nur noch ein zweiter HF-Regler und dann auch ein teurer HF-Regler für über 60 Euro, also fast 70 Euro. Ja, und ansonsten, ich habe schon alles Mögliche probiert. Ich habe mehrere Antennen, Behelfsantennen dran gemacht, auch die Teleskopantenne, die dabei ist. Und ich kann eigentlich nur sagen, ja, außer dass ich die Störung runterdrehe, aber auch dann die Stationen schwächer höre und die Stationen, die schwächer waren als S7, die ich dann nur noch mit S1 empfange, die empfange ich gar nicht. Also ist das Ding für mich Müll, nutzlos. Ja. Vielleicht hat ja von euch auch schon mal einer so einen QRM-Eliminator sich zugelegt. Also es gibt ja auch einer von Vimo, der kostet auch allerdings 150 oder 170 Euro. Ist natürlich eine andere Hausnummer als jetzt hier der hier für 68 Euro. Ob der besser ist, könnte schon möglich sein. Ich meine, irgendwo muss das Geld ja herkommen, ne? Warum wird der sonst teurer angeboten? Bestimmt nicht, weil er jetzt nur von Vimo kommt. Also die Ausziehmaste von Spiderbeam, die ich habe meinen ja bei Spiderbeam nicht gekauft, sondern bei Vimo gekauft, weil die einfach im Versand billiger waren. Der Ausziehmast selber war genauso teuer wie bei Spiderbeam auch. Aber mit Versandkosten wäre der um einiges teurer gewesen, wenn ich ihn bei Spiderbeam bestellt hätte, als jetzt bei Vimo. Naja, also für mich ist auf jeden Fall der QRM-Eliminator nichts. Ich werde zwar jetzt noch über die Feiertage noch weiter ein bisschen testen. Sollte sich dann noch was ändern, mache ich dann nochmal ein Update. Und ansonsten kann ich nur sagen, kauft ihn euch nicht, weder als Bausatz. Ich habe mir extra nicht als Bausatz gekauft, weil dann hätte ich schlecht bemängeln können, der funktioniert nicht. Da war jetzt hier ein Fertiggerät, das Einzige, was ich jetzt dran machen musste, war nur die Knöpfe aufschieben. Ja, aber... Ja, und weil ich auch an dem bemängel, da ist keine Anleitung bei. Ne? Also wenn ich ein elektrisches Gerät kaufe, dann ist ja nun mal ein elektrisches Gerät, weil wird ja auch am Netzteil angeschlossen, dann erwarte ich auch eine Anleitung, wie ich was anzuschließen habe und wie ich dann wo zu drehen habe, damit ich zum Ziel komme.
Ja, und hier ist gar nichts dabei. Nicht ein bisschen. Ne? Habt ihr ja gesehen, was ich ausgepackt habe. Und der Karton, ja, der ist jetzt noch leer. Ne? Sonst mehr war ja nicht da drin. Ja, also ich werde ihn auf jeden Fall, wenn der jetzt in den nächsten Tagen nichts bringen sollte, wieder wegschicken. Und ich kann euch den auf jeden Fall nicht empfehlen. Ne? Ist weggeschmissenes Geld. Ja, gut, das soll es gewesen sein. Schade. Ich hatte gedacht, werde vielleicht mein Problem lösen und ich hätte jetzt den Müll auch weg und würde die Stationen, die vorher unter dem Müll waren, auch hören können, weil die mich ja hören, aber so ist es leider nicht. So, danke fürs, dass ihr so lange dran geblieben seid. Danke für Abonnenten und Kommentare, auch für Likes und ich sage bis zum nächsten Video. Ciao, euer Jörg.